Ich verstehe diese neue Automode nicht. Warum werden das jetzt so viele SUV? Und ich kann da gar nichts rüber gucken. Ich blicke da schon eher durch. Denn ehrlich gesagt kann ich inzwischen verstehen, dass die Leute einfach vernünftig einsteigen wollen. Sie wollen hochsitzen und rückenschonend wieder aussteigen. Insofern habe ich meinen Frieden gemacht, zumindest mit kompakten SUV. Dass die derzeit noch mit ein bisschen viel mehr Gewicht mit sich herumfahren und außerdem ein Allrad haben, den sie nicht brauchen, vergiss es, das regelt sich mit der Zeit. Eine Kategorie allerdings möchte ich ausnehmen von dieser Absolution. Und das sind die fetten Kisten, die in Parkhäusern zwei Plätze belegen, die vor Kitas gerne mal in der dritten Reihe stehen und die ansonsten einen Allrad mit sich herumschleppen, den sie vom Tennisclub garantiert nicht brauchen. Was soll das? Diese Autos sollen bitte dorthin fahren, wo man sie wirklich braucht. Nach China und in die USA. Am besten sofort mit ihren Besitzern. Ansonsten glaube ich, dass sich die Autowelt in ein paar Jahren in zwei Kategorien aufteilt. Die eine Hälfte fährt Tiefsitzer und die andere Hochsitzer. Und die werden dann bald feststellen, dass man in diesen SUV einen großen Vorteil verliert. Nämlich, sie sehen nichts mehr. Ob die dann noch so fahren wollen?